Moin Leute, Trimax hier. Eine Sache, die wir auch immer wieder im Livestream sagen, wir haben ja den erfolgreichsten Discord Deutschlands oder teilweise auch europaweit überhaupt. Ganz, ganz krank, was da abgeht. Natürlich das Ganze auch meinen absolut fähigen Mods zu verdanken, was die da alles programmieren, managen und sonst was. Absolut krank. 250.000 Mitglieder ist die Obergrenze. Die hatten wir schon mal erreicht. Danach mussten wir alle Leute, die einen Monat inaktiv waren auf dem Channel, runterhauen. Das waren fast 100.000 Mitglieder. Jetzt haben wir noch 14.000 Plätze, dann ist der Discord wieder voll. Danach wird man wahrscheinlich nicht mehr joinen können. Das heißt, wenn ihr einen geilen Spot sucht, wo ihr mit euren Freunden schnackt oder Spieler findet, all die Games, die wir gezockt haben, findet ihr dort auch Mitspieler, könnt ihr gerne meinen Discord joinen. Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Moin Leute, Trimax hier. Wir zocken weiter Minecraft, Craft Attack, Ultra Bock, das ganz normale Minecraft, 60 YouTuber, ein Server, keine Regeln. Wir hatten ja voll das geile Projekt gerade. Und mein Sand ist durchgebrannt. Doppelt chillig. Ah, jetzt brauche ich nur schwarze Farbe, ne? Ich baue den größten Turm in ganz Craft Attack jemals. Geil. Wenn euch das Ganze gefällt, gerne den Kanal kostenlos abonnieren für die ganzen Highlights. Ah, ich muss jetzt noch den kompletten Ozean fast trocknen. Das ist ein großes, großes, großes Projekt. Ich zeige euch das gleich mal, wie das Ganze mittlerweile aussieht. Alter, das ist so gut, ne? Den habe ich ganz alleine gebaut, ohne fremde Hilfe. Also das ist sehr, sehr groß. Der Kaktusturm hier wird noch abgerissen. Der ist auch voller Enderman, wie nervig. Reapers hat sehr viele Schwämme, Claudi. Darf ich die klauen und dann wieder zurücklegen, wenn ich sie wieder getrocknet habe? Der merkt das doch nicht, oder? Ja, der ist sehr groß. Und der ist unfassbar perfekt parallel. Seht ihr das bitte? Ein Zweier, ein Vierer, ein Zweier, ein Sechser, 3-3-3. Der ist perfekt. Kannst du knicken? Nein, Reapers. Ey, Reapers, komm mal bitte. Kannst du zocken? Jo, man kommt nicht mit einer Rakete raus. Apropos Raketen, ich brauche Raketen. Hallo, Max. Moin, na, was geht? Moin. Ich hole noch mal kurz ein paar Rockets. Ein... Der Schrubbelshop ist immer noch geil. Dann brauchen wir Einser-Raketen, dürfen wir uns immer nehmen, ne? Ja, ich glaube, hat er gesagt. Sag mal, hast du. Ich brauche dringend Schwämme. Kannst du mir die borgen? Ich weiß, dass Reapers viele Schwämme hat. Ich guck mir das mal. Ja, Reaps hat die wahrscheinlich. Ich habe diese Season ein kleines bisschen anders gespielt. Zuschauer, habt ihr hier Schwämme gesehen? Ich muss meinen kompletten Ozean trockenlegen. Ich war gerade noch bei Rivi im Discord. Die machen wieder ein bisschen Action, Krawall mit Petrit. Die sagen mal ganz kurz Bescheid, dass ich mir das wahrscheinlich nicht allzu arg lang mit anhöre. Also, Petrit ist gestorben. Ich brauch's den gar nicht mehr porten. Aber ich bin gleich nochmal da. Übel nice, Reapers. Die sind nur geborgt. Die kriegst du wieder. Die kriegst du natürlich wieder. Wenn ich jetzt hier alles trocken lege, ja? Ja. Aber dann noch nach unten baue, dann läuft ja hier wieder Wasser sozusagen rein, ne? Naja, wenn du das hier mit Glas abdichtest, hast ja schon genug sozusagen, bis zum Meeresboden, dann sollte ja nichts mehr reinlaufen, ne? Aber so, wenn wieder was an der Seite reinläuft, ist nicht so schlimm, ne? Das kann ich ja dann wieder stopfen. Das kannst du einfach wieder stopfen, genau. Das wären ja nicht zu neuen Wasserquellen. Ich kann jetzt hier nichts machen, dass aus Versehen alles wieder voll mit Wasser ist, oder? Nee. Das füllt sich nicht wieder auf, komplett nach oben. Ich bin mal gespannt. Kriege ich mit 52 Sponges hier das ganze Ding ausge... Ich hätte gesagt, probier es. Das Schwierige ist halt erstmal, du müsstest erstmal wirklich mit Glas runterbauen im Wasser. Das hast du schon, innen ist aber noch Wasser drin, sodass halt nichts nachlaufen kann sozusagen. So, ich habe jetzt hier einen Schwamm. Ich packe jetzt mal hier hin. Ich weiß gar nicht, wie der funktioniert. Ich habe ihn benutzt. Ach genau. Was, so viel macht der trocken? Ja, genau. Aber das Problem ist, der Satz ist wieder aufgefüllt. Genau wie ich gesagt habe, weil du eine ründliche Form hast. Und die Quellen, die stellen sich wieder her, weil beispielsweise die Quelle von der Ecke hier und eine Quelle von hier vorne wieder eine komplett neue bilden. Also du kämpfst jetzt praktisch gegen Windmühlen. Also du kriegst das nicht weg. Das ist ja bestimmt, das geht easy. Ist ja gar nichts passiert. Nee. Das liegt an dem System, wie in Minecraft die Wasserquellen sich wieder erneuern. Ja, ich krieg keinen Sand. Ich würde sonst mit Erde machen. Wieso kriegst du keinen Sand? Du nimmst jetzt deine Schaufel, kommst mit mir und wir füllen einfach ein komplettes Inventar Sand auf. Noch eine Schalkerbox mit dazu. Fertig. Okay, let's go. Wir machen eine Sandtour. Ja, ich habe eine Schalkerbox dabei. Das passt doch. Ich bringe kurz Reapers seine Schwämme zurück. Okay, ich bin jetzt bei meinem Kaktusturm. Lass uns los in die Wüste. Also die Wüste ist in diese Richtung nach da hinten. Okay, flieg los. Und let's go. Ich fliege einfach langsam, brauche gar keine Rakete erstmal. Alter, mein Turm wird so gut, ne? Ich brauche dann später nur noch jemand, der ein geiles Inferno-Turm-Auge oder ein Sauron-Auge da reinbastelt aus Honig und Lava. Wie können wir uns jetzt eigentlich austoben? Ich glaube, irgendwo hier war noch Flocke Space. Die fanden das nicht so nice, dass hier unten im Meer gedingst wurde, aber ich glaube, hier oben auf dem Berg sollte okay sein. Hier fühle ich's. Jetzt habe ich einen Run. Max, wenn du noch 200 Blöcke nach hinten fliegst, ist sogar noch besser. Da hast du einen richtigen Run. Ja, aber hier ist es auch irgendwie geil, wenn der Berg dann gleich weg ist. Ja, du baust den Sandstein ja nicht ab. Du grast den hier oben ab. Und okay, hier kannst du dich austoben. Auch geil. Hier hast du sogar noch mehrere Schichten übereinander, die du abbauen kannst. Nicht nur ein oder so. Ja, okay, geht schon gut rein. So leicht kann man Sand holen. Ich hätte das schon viel früher gemacht. Ja, ich sag dir das die ganze Zeit. Also wenn ihr Sand wollt, einfach hingehen, instant abbauen. Ja, überall hieß es, hier ist das Gebiet von D und hier ist das. Aber das war ja echt nicht weit weg. Klick mal ein bisschen weiter. Nö, ist noch nicht weit weg. Ich weiß gar nicht, wie viel Sand ich brauche.
Werde ich nach dem 24 bis 36 Stunden Diamond Stream der Richeste hier sein eigentlich? Ich glaube ja. Also mit 36 Stunden, wenn du richtig eskalierst, da kommt ordentlich was zusammen. Aber ich mache ja auch noch mit beim Buddeln, ne? Ja, aber ich bin schon ziemlich krass im Buddeln, das darf man auch nicht unterschätzen, ne? Ey, alle fragen immer, hast du Sand, hast du Sand? Ich hab ja übel Sand. Ich werde dafür richtig viel Diamanten verlangen. Und weißt du, das Ding ist, die werden mir das sogar geben. Ja, ich verstehe das auch mal nicht. Eine vollautomatische Sandfarm geht nicht, ne? Nee, ja, man kann es dupen, theoretisch im End. Okay, ich hab genug, ich gehe wieder. Ja, ich fülle auch noch mein Inventar einmal komplett auf. Ender Chest ist voll und dann komme ich auch. Das wird hier eine richtig geile Base. So, nice. So, jetzt hier wieder Sand in die Hand. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das schnellste ist. Ich glaube, es geht sogar schneller, wenn ich den Sand platziere, wenn ich tauche. Dass ich direkt auf den Boden platziere. Dann muss es mal so lange nach unten fallen, weißt du? Hallo, bin ich noch im Discord? Ich höre dich noch. Achso, okay. What the fuck, Alter. Ich fliege ja immer raus, aber eigentlich nicht in Minecraft, stimmt. Es geht viel einfacher. Wie denn? Von oben ist doch besser, echt? Ich fand das von oben gerade voll scheiße, ehrlich gesagt. Ja, die erste Schalker-Chest habe ich bald voll mit XP-Bottles. Das ist krank. Du musst mir dann gleich mal die Mechanics zeigen, wie das geht. Ja, ich habe bis jetzt leider nur zwei zum Traden, aber ich werde mal gucken, dass ich das so auf 5, 6 hochgehe. Weil dann geht das ruckzuck, da so eine Kiste voll zu machen. Trimax, wie geht's dir, Mann? Sehr gut, selbst? Ja, auch, Walter. Mega. Ich schau mir mal ganz kurz an, was du da gebaut hast, ja? Ich habe noch nichts weiter gebaut. Ey, Spark, ich sag dir, dass das schneller geht mit dem Spam. Ich fange sofort, ich helfe dir, Max, ich helfe dir. Ich hole mir sofort ein paar Schwämme, ich helfe dir. Ich habe jetzt gerade eh keinen Bock mehr, mein Haus zu bauen, weil es wahrscheinlich eh gleich gesprengt wird. Rewi, gefällt sogar mein Haus mittlerweile. Ja, wir sind richtig gute Nachbarn geworden, Alter, ehrlich. Es klappt. Hier spawnen Fische, das ist scheiße. Also ich habe 50 Schwämme, ja? Okay, das ist gut. Ich habe auch nochmal 5 Stück. Was ist denn, wenn ich eine Kohleader brenne? Was passiert denn dann, Spark? Hier, nein. Max. Die musst du ab sofort mit dir rumtragen. Alter, what? Wieso hast du so viele? Also um kurz zu erklären, woher die sind. Rumatra hat eine Raid-Farm gebaut. Ah, warte. Oh. Ja. Und da können wir unendlich Totems herholen. Chillig, hat das Rumatra echt gemacht? Ja, hat er echt gut gebaut, Rumatra. Also der hat da echt gute Arbeit geleistet. Ey, Max, wenn ich ein bisschen Holz hab, nochmal, dann kann ich hier viel, viel schneller arbeiten. Ich hol Holz. Ein halbes Stack Oak Log reicht, ne? Na, um Gottes Willen, so viel brauche ich gar nicht, Bro. Du hast ernsthaft Holz in deiner Ender-Chest? Holz ist todesselten. Weiß ich nicht. Kannst du das bitte zurücknehmen? Sonst wird das wieder aus dem Kontext in irgendwelchen Meme-Clips Nee, aber alle haben doch Holz und Sand ist doch hier bei Craftatech das meistgefragte, der heiße Scheiß hier. Ja, aber dass man das jetzt in die Ender-Chest tut, weiß ich nicht. Doch, das ist doch überall geklaut. Find ich eigentlich ganz gut, Revi. Wirklich, das wird echt gut geklaut. Doch, Optifine. Boah, das klingt echt hustig. Ja, ja. Rauche husten. Ich rauche nicht. Ich hab mich gerade. Kennt ihr das, wenn ihr eurer Sabber euch verschluckt? Ehrlich gesagt nicht. Okay. Ah, wie kriege ich jetzt am besten den Beacon hierher? Kann mir jemand einen Beacon nochmal leihen? Doof, dass die so teuer sind, ne? Hast du schon mal den Wizard getötet, Max? Ja, ne? Ja, gut, bei unserem Skyblock-Projekt damals. Doch, ja, ach so, aber. So, ja, das ja. Nicht, aber jetzt nicht diesmal. TNT, sagen viele, soll ich benutzen. Macht das Sinn? TNT-Duper könntest du oben hinballern. Der sprengt hier runter bis zum Bedrock, alles weg. Aber ich habe Angst, dass er die Ränder irgendwie so wegsprengt, weil dann ist ja auch. Das kannst du eigentlich ziemlich zielgerecht einsetzen, oder? Ja? Das wird ziemlich geil, wenn es fertig ist. Das wird die geilste Base. Hier kommt eine Blumenfarm hin, wahrscheinlich eine kleine Bambusfarm und eine Kaktusfarm. So, alles in einen Turm. Ja, so wie ich es dir gesagt habe. Das ist dann ziemlich OP. Einfach nur strong. Ja, Leute, es dürfte klippen. Das ist ein Highlight. Ah. Irgendwas stimmt mit meinem Charakter nicht. Was ist mit dem? Ich liege nur. Du wiegst nur? Ich flieg. Geht's jetzt wieder? Geht wieder. Irgendwie. Ich mach so einen Basalt-Glasturm. Der würde schon sagen, der sieht schon. Also das könnte schon der beste Turm hier sein im Projekt. Na, du gibst auch noch gute Turmkontrahenten, ne? Ist klar. Aber ich glaube, da wirst du in. Ach nee. Rumatra baut ja eine Burg. Ich bin in einem Dungeon. Oder was ist das? Ich weiß nicht. Bist du gerade in Berlin? Moossteine. Und darunter sind Minecrafts.
Minecarts, Bahn und oh mein Gott, hier ist alles voll. Ich muss hier wieder raus. Wo kam ich her? Oh ja, das ist doch die Bahn von denen, die unten drunter gebaut haben, wo du gesagt hast, sie sollen die zuerst bauen, Max. Und jetzt hast du reingebaut in die Bahn? Nein. Uff, Max. Nein, 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 das ist was völlig Natürliches da unten. Guck's dir an, unter uns ist es jetzt ziemlich. Okay, ich pass jetzt auf, bin ist gefährlich. Max? Ja? Max, willst du mal was Geiles sehen? Komm mal ja? hier, komm mal hier, das würde ich freuen. Ich bin vergiftet, hast du Antigift? Nee, komm mal mit hier, komm mal her. Ja? Ist egal. Guck mal, hier sind sau viele Fische drin. Schau mal hier. Siehst du das da? Ah, ja, geil, ja, Mann. Und die verrecken jetzt alle. Siehst du das? Oh, was macht. Hör mal die Geräusche! So geil, oder? Nein, ich hab Wasser reingetan. Nein, was soll das denn? Okay. Könnte man irgendwie einen Fischspawner machen, der die ganze Zeit so verrecken lässt, dass wir durchgehend den Sound haben? Klar, das ist der Punkt, wo ich dann auch sage, langsam wird's dann doch ein bisschen krank, Max. Oh, jetzt, Max, geht los, guck mal. Nimm sie dir, Max, nimm sie dir. Dein Kann man einen Fischspawner machen, wo man die Fische die ganze Zeit verrecken lässt? Der Sound war insane. Also da kann keiner was sagen, dass der Sound ist so oder so geil. Da ist er schon wieder, der Sound. Hört ihr den? Ja. Ey, Max, wir haben alles trockengelegt. Holy shit, echt? Ja. Boah, krank, ja. Ey. Holy, das ging jetzt dann doch flott. Also mit den Schwämmen war krass. Na, dann sind wir jetzt hier schon runtergebaut. Ja, okay. Na, perfekt. Cool. Freue ich mich. Ey, wir müssen eigentlich einen TNT-Duper bauen, Max. Eigentlich müsste man Joecraft fragen, ob das nicht schnell machen kann, wirklich. Ich fänd's geil. Ah, hallo. Moin. Moin. TNT-Duper ist jetzt nicht, also ist machbar. Also es ist jetzt kein großes Hexenwerk, so einzubauen. Ich würde langsam in der Mitte anfangen und dann würden wir uns langsam an den Rand vorwagen. Trimax, was hältst du davon? Finde ich mega gut. Okay. Hi Max, erstmal. Grüß dich. Moin, na? Ja, wir haben hier ein viel zu großes Projekt angefangen gefühlt. Holy shit. Was wird das eigentlich für ein Turm? Klammer. Das wird ein. Ich kann kein Haus bauen und ich wollte irgendeinen neuen Block haben, der neu ist. Okay. Und die Basaltsäulen sehen ziemlich geil aus. Fertig. Und jetzt wird es ein Turm, da reinkommt eine Kaktusfarm, eine Blumenfarm und eine Bambusfarm und noch so eine kleine XP-Farm. Alles rein. Das ist halt ein Chunk und dann ist das alles immer geladen und dann kann ich dann AFK chillen. Geile Sache. Max, hier, du darfst die letzten Blöcke platzieren. Geil. Nimm Wohin? Mal das hier. Ja. Hast du ein TNT noch, Max? Nee, ich hab noch nie TNT gehabt. Ich hab TNT-Verbot bekommen. Den TNT bitte rechts neben die Koralle sitzen. Wo? Na, rechts neben der Koralle, da wo der Slimeblock frei ist. Da? Perfekt. Ja, supi. Und Max, du müsstest einmal auf die Schiene da oben das Minecart setzen. Traust du dich, Trimax? Perfekt. Jetzt einmal den Schalter umlegen. Und jetzt, wenn ihr den Schalter nochmal umlegt, gibt's einmal TNT geklont. Bist du bereit, Trimax? Ich bin ready. Hoffentlich klappt das. Kein Haus explodiert. Drücken. Nochmal drücken. So, warten. Und jetzt kannst du quasi hier mit TNT dupen. Das heißt, du kannst quasi das Ding jetzt Alter, nochmal. Nice. Okay, wie schlecht. Leute. Hey, Leute. Sauber. Zum Glück haben wir den Beacon vorher abgebaut. Geile Maschine, Joecraft. Geile ja, Maschine. TNT ist hier oben stehen geblieben. Hier nicht schlecht. Steinblock. Der TNT Let's ist gerade auf der Steinblock. Und jetzt? Ist das jetzt komplett weg? Ja, ich wollte euch nochmal zeigen, wie man das Ding baut, ne? Also, so. Ja. Das war geil. Das waren die Zuschauer, das ist Spark und Joecraft, die zwei besten Minecraft-Spieler Deutschlands. Ja. Ja, man muss doch auch mal den Leuten zeigen, wie es nicht geht, Trimax. Ne? Ja, stimmt. Was war das denn, Max? Ich habe gar nicht mitgemacht hier. Ja, du standest daneben. Spark, du warst geistig dabei. Mit Täter. Ich habe es gesehen. Ich dir jetzt, wie man das Ding baut. Ich habe gar nichts. Ich bin völlig broke. Ich habe gar keinen Block. Genau, einmal Minecraft draufsetzen, dann ist das schon fertig. Ich wurde nicht gefragt, ich halte mich raus. So. Ja, okay, das ist doch relativ einfach. Aber wieso ist der eben kaputt gegangen? Hier, guck mal, an der Stelle hier war ein Stein. Und auf diesen Stein ist ein TNT draufgedroppt. Aus Versehen. Wir müssen den, genau, das ist deshalb ist er kaputt gegangen. Jetzt einmal den Knopf drücken. Alles ab. Revi, einmal den Knopf drücken. Ich würde mal hier auf die andere Seite kommen. Das reicht schon, Trimax. Nee, ich guck mir das von hier an. Einmal drauf drücken. Einmal drücken. Ja, jetzt ist die Schaltung zusammengesteckt. Und wenn du jetzt den Knopf drückst, aktivierst du die Schaltung. Jedes Mal, wenn du den Knopf drückst, wird ein TNT gedupt. Mehr TNT, mehr. Das mehr, möglich, schneller ne? drücken. Kannst du nicht schneller drücken, Rivi? Was machst du da? Schneller Mach drücken. Nicht. Wieso nicht? Sonst dann sprengt sich das hoch. Nein. Soll. Das soll sich hochspringen. Das ist tief genug. Ballert mal richtig krass. TNT, ja, TNT, also richtig. Das jetzt beruhig dich mal. Alle zwei Sekunden. So. Achtung, jetzt geht's los. Richtig schnell. Ja, das ist schon gut. Noch ein kleines bisschen schneller. Noch ganz kleines bisschen schneller. Ja, jetzt ist gut. Let's go. Das ist nice. Hey, Joe. Ja, jetzt ballern sie sich auch so nach links und rechts.
Die scheiß Mobs da unten, Alter. Die Dreckscreeper. Jetzt explodieren wir die mal weg. Trimax, ruhig bitte. Da sind unten so viele Dreckskelette und alle Nerven. Das ist geil. Nee, wir holen mal wieder das Ungeziefer in andere Häuser. Tut mir leid, bitte. Membranangriff! Membran. Die gehen Membran. Erst auf. Guck mal, die kommen wegen dir, Revi, gehen erst auf dich und dann gehen die plötzlich auf den Markt. So, was wir jetzt gleich mal machen können, Max, das folgendes. Ja. Oh, sauber, es regnet wieder. Oh, ist das gut. Ist das gut. Alter, die Mobs da unten sind so abgefuckt. Das ist doch kein fairer Kampf. Wie geil, guck mal, wie der stirbt. Wir haben einen Creeper explodiert. Oh no. Okay, ich möchte einen TNT-Regen nochmal haben. Wir haben jetzt noch eine Minute. Scheiße, ich muss los. Ich muss los, so ein Scheiß. Oh, das ist gerade voll satisfying. Alles Gute euch, haut rein, ihr, ne? Tschüss, ne? Dann will ich das so stehen lassen. Ey, das war mega gut. Das war mega gut. Das hat extrem geholfen. Max, ich habe auf meinem Kanal dazu ein Tutorial. Falls du es nachbauen möchtest, so schicke ich dir das meinetwegen nochmal. Lieber nicht. Ich glaube, ich kann damit ganz schön. Ich kann damit mehr kaputt machen, als es hilft. Okay, haut rein. Ciao. Okay, haut rein. Tschüss. Tschüss. Raus mit dem Channel jetzt hier. Komm. Craft Attack, geile Sache. Ist ein Riesenprojekt. Wir wollen den ganzen Turm aushöhlen, das Ding noch viel höher bauen, alle Farmen rein. Das wird noch lange dauern. Freut mich aber, dass es euch so gefällt. Wenn ihr die ganzen Highlights nicht verpassen wollt, gerne den YouTube-Kanal abonnieren. Second Try-Kanal auch abonnieren. Da kommen dann auch einige Folgen, weil wir einfach zu viel, wir zocken einfach zu viel. Und wenn ihr alles sehen wollt aus Craft Attack, dann haben wir einen neuen Channel, Trimax Full Streams. Da werden die kompletten Streams hochgeladen. Das heißt, wenn euch 15, 20 Minuten Craft Attack nicht reichen und ihr wollt nochmal die volle 4 Stunden Dröhnung, könnt ihr euch das da selbstverständlich geben. Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Haut rein. Tschüss.